Ja, Leute, lang ist es her, dass wir ein Video dieser Art gemacht haben. Und ihr seht schon, die Spinos sind schon bereit, hier auf die Jeeps zu treffen. Und was ich mega spannend finde, ist, dass ja die Jeep-Fahrphysik so ein bisschen geändert wurde. Beziehungsweise, ja, einfach das Erhalten der Jeeps und so, wie die fliegen und sowas. Haben wir ja schon im Rennen festgestellt. Deswegen bin ich mega gespannt, was hier passieren wird. Weil ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze hier komplett anders verlaufen wird. Ob hier gar kein Jeep wegfliegt oder ob die Jeeps hier mega aus der Arena geschleudert werden. Das kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Aber ich bin mega gespannt und ich würde sagen, wir fangen jetzt an. Um das Ganze hier spannender zu gestalten, habe ich jetzt hier auf den Tornado gewartet. Ich hoffe mal, der wird hier in der Nähe von unserem Gehege entstehen. Sobald sich der Tornado bildet, werde ich hier das Ganze eröffnen, dass die Jeeps losfahren und dass die Spinos loslaufen. Und dann bin ich echt mega gespannt, was passieren wird. Weil mit der neuen Autophysik so könnte hier total das Chaos entstehen. Also könnte ich mir zumindest vorstellen. So, wo ist jetzt der Tornado? Wo entsteht er? Noch sehe ich ihn nicht. Aha, ich sehe noch echt keinen Tornado. Vielleicht kommt auch gar kein Tornado. Ist ja komisch. Okay, da hinten entsteht er. Wir öffnen das Ganze hier. Ich öffne erstmal hier vorne, bis die Spinos loslaufen. Und dann mache ich hier hinten auf, damit die Jeeps losfahren. Und das passiert jetzt schon. Also es ging jetzt echt ruckzuck. Wir gehen in den Aufnahmemodus. Bringen uns mal eben in guter Kameraposition. So. Und jetzt bin ich echt gespannt, ob die Jeeps hier richtig durch die Gegend fliegen werden. Oder ob das Ganze langweiliger geworden ist, dadurch, dass das geändert wurde, das Fahrverhalten der Autos, beziehungsweise Flugverhalten. Also wir haben das ja schon bei unserem Rennen auf jeden Fall extrem bemerkt. Das wird ja auch total verändert dadurch, dass sie das gepatcht haben. Aber so richtig fliegen wollen sie nicht. Also die Spinos sind mittendrin, aber ich habe bis jetzt noch keinen Jeep über den Zaun fliegen sehen. Sehr enttäuschend. Die Jeeps, wie verschwinden alle? Habt ihr es gerade gesehen? Der eine wurde eingeklemmt. Ah, da fliegt der erste Jeep. Das ist schon mal gut. Die Spinos sind hier wirklich außer Rand und Band. Der Tornado, ah, kommt näher. Aber die Jeeps, die wollen nicht so richtig fliegen. Also das ist echt enttäuschend. Wenn der Tornado kommt. Und wird jetzt hier gleich durchbrechen. Ich weiß gar nicht, ob der Tornado mittlerweile die Jeeps beeinflussen kann. Also, ich glaube, er drückt sie weg, ne? Was werden wir gleich sehen. Bin ich auch sehr gespannt. Er wird jetzt hier gleich mitten durch den Zaun brechen, der Tornado. Und dann schauen wir mal. Gehen wir hier unten in die Perspektive. Sieht schon sehr cool aus mit dem Tornado, den Jeeps und den Spinos hier. Aber so richtig geflogen ist leider kein Jeep. Echt sehr, sehr schade. So, jetzt bricht der Tornado da hinten durch den Zaun. Aber die Jeeps werden nicht wirklich von dem Tornado weggeschoben oder sowas. Und die Spinos natürlich auch nicht. Sind hier alle wild am Schreien. Aber so richtig krass passiert hier nichts. Also eher enttäuschend bis jetzt. Aber wir geben den Ganzen natürlich gleich noch auf jeden Fall noch eine Chance. Weil ihr wisst ja, manchmal ist es beim ersten Versuch, klappt es nicht so richtig. Ich würde mir halt schon wünschen, dass hier der ein oder andere Jeep mal so richtig in den Himmel befördert wird. Aber ja, das werden wir jetzt in Versuch 2 hoffentlich sehen. Der Tornado entsteht und damit beginnt hier Versuch 2. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, sehe ich gerade, weil der Tornado ist schon fast beim Gehege. Also wir öffnen das Ganze hier, warten bis die Spinos loslaufen und machen dann hier hinten auf. Boah, der Tornado ist diesmal echt direkt neben dem Gehege gespawnt. Also das geht hier jetzt direkt mega rund. Ich fliege mir eben in eine gute Position und dann machen wir hier mal... Oh, wie cool das aussieht, ne? Das ist ja nice, wie der Spino hier nach oben brüllt und im Hintergrund der Tornado. Es sieht allgemein sehr, sehr cool aus, wenn so ein Tornado da ist, finde ich immer. War schon sehr, sehr cool, wie das aussieht. Aber wie gesagt, nicht lang schnacken. Wir machen das Ganze hier auf Start und dann schauen wir mal. Vielleicht wird jetzt mal der ein oder andere Jeep ein bisschen höher befördert werden hier. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Der Tornado kommt jetzt hier mittendurch. Seht ihr schon. Es fehlen nur noch die fliegenden Jeeps. Für ein perfektes Bild. Die Spinos sind mega laut am Schreien. Ich glaube, der Spino ist auch so mit Abstand der Dinosaurier, der am lautesten schreit bei RPE. Der erste Jeep fliegt da schon so ein bisschen. Aber wir haben hier erst schon mal erreicht, ich glaube, das war bei den Akros, bin mir aber auch nicht mehr ganz sicher, dass hier die Jeeps richtig in die Luft katapultiert wurden. Also das ist hier schon mal gar nicht so schlecht. Aber das Ergebnis ist auf jeden Fall schlechter als vor dem Patch. Definitiv. Oh ja, da fliegt einer, dreht sich auch schon ganz gut. Aber auch nicht so richtig. Aber die Jeeps, die fliegen jetzt auch nicht mehr so unrealistisch. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Manchmal sind die so in die Luft befördert worden und sind dann immer schon Richtung Ausgang hier vorne geflogen. Das passiert eben nicht mehr. Das wurde, glaube ich, jetzt rausgepatcht.
Das merkt man ja auch immer, wenn wir unser Rennen machen. Gut, der eine Jeep, der ist jetzt schon ein bisschen komisch da geflogen. Aber so richtig cool war das Ganze jetzt nicht, ne? Also das ist eher langweiliger geworden, wenn ich ehrlich bin. Also die Jeeps, die fliegen halt nicht so richtig durch die Gegend. Ich meine, die Spinos sind schon echt groß und schwer genug, denke ich, um hier die Jeeps in die Luft zu katapultieren. Aber so richtig fliegen wollen sie nicht. Ich würde sagen, wir geben den Ganzen noch einen Versuch und hoffen mal, dass es dort etwas besser klappt. So, wie könnte es auch anders sein? Machen wir jetzt hier den letzten Versuch auf jeden Fall in Zeitlupe. Der Tornado entsteht gerade da hinten. Ist vielleicht ganz gut, dass er ein bisschen weiter weg ist. Wir öffnen das Ganze hier, warten, bis die Spinos loslaufen. Und dann machen wir hinten wieder auf. Wie gewohnt, die Spinos laufen schon los. Also gehen wir hier in Position und schauen uns das Spektakel an. Vielleicht können wir mal von dieser Richtung schauen, auch wenn wir dann den Tornado nicht sehen. Aber das macht ja nichts. Vielleicht können wir da mal ein bisschen mehr erkennen. So, diesmal in Zeitlupe. Und jetzt bin ich echt gespannt, wie das Ganze hier aussieht. Die Jeeps dürften gleich alle losfahren wollen. Die ersten Spinos laufen auf jeden Fall schon hier durch die Jeeps. Und ich bin jetzt gespannt. Ich hoffe wirklich, dass hier der ein oder andere Jeep richtig in die Lüfte katapultiert wird. Das wäre echt cool. Es ist lang her, dass wir so ein Video gemacht haben. Ich hatte eigentlich immer sehr viel Spaß bei diesen Videos. Immer sehr interessant. Vielleicht können wir das Ganze ja auch mal mit einer Jurassic Tour ausprobieren. Das wäre, denke ich mal, auch sehr interessant. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das cool finden würdet, wenn wir das mal mit den Jurassic Tour Truck machen würden hier. Nicht mit den Jeeps. Na, das dauert hier natürlich. Aber die Jeeps werden schon ordentlich weggeschoben. Die müssen sich halt jetzt nur so ein bisschen verkeilen und dann in die Luft katapultiert werden. Ah, sieht schon cool aus, ne? Der Spino rennt hier durch, die Jeeps fliegen zur Seite. Ist schon wie in so einem Film, ne? Die Jeeps sind schon alle sehr aufeinander gebockt. Der Regen tropft hier runter. Da kommen die nächsten Spinos angerannt. Schieben hier auch ordentlich die Jeeps beiseite. Also das ist schon echt krass. Aber so richtig fliegen sehen tun wir hier noch keinen Jeep leider. Aber es sind ja auch noch viele Spinos auf dem Weg, die da durchlaufen müssen. Der Tornado kommt immer näher währenddessen. Aber das soll uns nicht weiter stören. Ja, der Spino ist schon echt sehr, sehr cooler Dinosaurier. Wir fliegen mal kurz hier unten durch. Fliegen mal hier hinten hin. Und schauen uns das Spektakel mal hier an. Also jetzt kommen ja auch noch einige Spinos gerade gerannt. Aber die Jeeps sind schon teilweise hinten durch. Also sie haben schon ganz gut geschafft. Ohne dass hier sonderlich viele geflogen sind. Das seht ihr schon. Da flüchten sie. Schnell raus hier. Ich würde ja auch schnell raus wollen. Cool das aussieht, ne? Oh, da fliegen schon wieder Jeeps. Sehr, sehr schön. Einer fliegt gerade über den Zaun, der andere wird in die Lüfte katapultiert. Da hinten fliegt noch ein roter Jeep. Also gar nicht so schlecht gerade. Die Spinos, die räumen hier ordentlich auf. Der Tornado kommt immer näher. Die armen Leute da drin. Kommen immer mehr Spinos gerade. Der Tornado kommt näher. Also da möchte man nicht in den Jeep sitzen. Das ist schon echt krass. So, wir haben es jetzt hier gleich geschafft. Der Tornado bricht jetzt gleich hinten durch den Zaun. Ich hoffe wirklich, dass hier noch etwas passieren wird. Ich würde sagen, wir spulen jetzt nochmal ein bisschen vor. Sonst dauert das hier zu lange. Sehr gespannt. Der Tornado kommt. Aber die Jeeps werden hier gerade nicht mehr zur Seite geschoben oder nach oben katapultiert. Sehr, sehr schade. Der Tornado bricht jetzt hinten durch den Zaun hier. Ja, die Jeeps, die verschwinden leider. Habt ihr es gerade gesehen? Der wurde eingeklemmt zwischen zwei Spinos da gerade, der Jeep. Und ist leider einfach verschwunden. Sehr, sehr schade. Aber es ist trotzdem immer cool anzuschauen. Wie unruhig und wild die sind, ne? Kein Wunder bei so einem Tornado. Ja, die Jeeps, die wollen halt nicht so richtig fliegen. Sehr, sehr schade.
Aber Leute, ich muss sagen, es war trotzdem wieder sehr, sehr cool. Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr nochmal sowas in der Art sehen wollt, mit einer Jurassic Tour oder mit anderen Dinosauriern oder was für coole Ideen ihr auch immer habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Vielleicht kann ich mal irgendwas anderes Cooles auf jeden Fall ausprobieren. Ich bedanke mich vielmals bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.